So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch auch direkt, weil es ist ja kein Raid-Boss-Wechsel, der ist erst nächste Woche Mittwoch, dann ist Raid-Boss-Wechsel von Cabo Hime auf Rigigigas oder irgendwas, ich habe gar keinen Überblick mehr. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet, am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche und heute Abend auch die zweite Raid-Stunde, die zweite Raid-Mania mit Cabo Hime. 5 Leute können mich wieder einladen, Raidmania-Punkte verdienen. Den Rest der Zeit nutzen wir für Interaktionen oder ein bisschen aus dem Stapel fangen. Lasst uns den Mittwoch trotzdem nicht sinnlos verbringen. Lasst uns den Mittwoch trotzdem Spaß haben. Jetzt! Aber Raider Mittwoch, Highlights der Woche, Videostart kommt. Angefangen hat die Woche hier bei Madu. Dem habe ich nämlich einfach einen Pack von den Samyang 3 Spicy geschickt, weil der ja auch immer zuschaut in den Streams, gerade wenn wir scharfe Sachen uns angucken, wenn ich scharfe Sachen selber teste. In den Videos habe ich gedacht, wen gibt es denn noch Besseres, als Madu einfach mal einen Pack 3 Spicy zu schicken, wenn er das gar nicht kennt. So, Bierschanga hat ein Ignivor gebrütet. Habt ihr schon ein Ignivor gebrütet? Das ist die Preisfrage. Ist halt mega selten, aber immer noch verfügbar. Auch nach dem Event könnt ihr das weiterhin bekommen, deswegen gebt nicht auf. King Hammer, bin gut dabei. Das Bild fand ich auch schön, das hat er in WhatsApp geschickt gehabt, als es die Top Raids gab und wir zusammen Top Raids gemacht haben. Da war ein super Tag, der Tag, an dem Ronny Kramer starb, genau. Nee, da haben wir richtig Spaß gehabt, zusammen als Community, obwohl keiner sich kennt sozusagen und alles so übers Internet, aber kann man trotzdem machen, Niantic, lasst uns doch mal machen, wir machen das schon, dass wir Bock haben. Ich habe mal diesen Babybell probiert, der schmeckt ja sowas von nach Kerze vom Sören, weil die haben den gar nicht ausgepackt, die haben einfach die Wachshülle mit abgebissen. Kein Wunder, dass das nicht schmeckt. Shinaya hier mit einem Shiny Cabo Hime hat sich bedankt, war glaube ich aus dem Community Raid. Robert zeigt uns hier ein Rotomurf aus dem Garten gefangen, habe ich auch mal mit reingenommen. Sarina, hab dich auch lieb, Meiningen, 100% Volumen gebrütet. Hab ich nicht. Habt ihr ein 100% Molung? Krasser wäre es, wenn es natürlich noch ein weibliches wäre. Das war schon mal Schocker der Woche. 100% weibliches Molung. Hier ist es ein männliches. Trotzdem Babys oder Pokémon, die nur aus Eiern kommen, 100% sind immer was ganz Besonderes. Shinaya hier noch. Tauschen hat sich gelohnt. 100er Fluffelhof rüber getradet. Hannes gerade ergaunert. 100% Shiny Iguana. Matze, auch aus einem Trade, Cabo Ramses bekommen. Der hat nämlich mit dem Nudel-Account getauscht. Ich habe wieder mal gesagt, egal. Er wollte Cabo Toro. Und es ist halt einfach ein 100%iges geworden bei ihm. Grüße gehen raus. Das ist sehr schön. Der fehlt mir. Ich habe den nicht. Bin auf der Suche gerade nach Cabo Rigi oder Cabo Toro. Sobald Cabo Hime weg ist, dann eben auch auf Cabo Hime 100er Jagd durchs Tauschen. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Erstmal nochmal bei Julchen Feechen, die hat mir nämlich das Ticket für den Go-Kampftag gekauft gehabt, geschenkt gehabt. Das hat es mir aber irgendwie gar nicht angezeigt oder ich habe das verpasst. Ich habe das noch gar nicht erwähnt so richtig. Dankeschön an Julchen für das Go-Kampftag-Ticket und Dankeschön jetzt hier an den Alex für das Fünks Community Day Ticket. Hier steht es nämlich, der Alex um 23:35 hat das Event-Ticket verschickt, geschenkt. Wenn nicht, hätte ich es mir selber geholt. Ich sag ja, 1 Euro für den C-Day kann man immer mal aufbringen. Koselinchen, Shiny Ladybar mitgenommen. Shiny Cabo Hime abgegriffen. Erster und einziger Raid sogar. Koselinchen, 100% Rabauts, wieder mal Baby aus einem Ei gebrütet, auch richtig krass, ab ins Tierheim. Danke für die Einladung, auch Shiny Cabo Hime abgegriffen im Community Raid. Sarina, vor allem ist es gar kein Community Raid, ist wenn ich meinen täglichen Raid spiele und in die Raid-Gruppe eintrage und dann aus Spaß immer mal noch 2-3 Leute dazu einlade, die gerade online sind. Da kam das her, da hat er das bekommen. Sarina, weiterhin, das Molung kennen wir ja, aber hier gab es noch Toxicac, Flecknoil, Stravigel, Vulpix, muss ich erstmal lesen, Pupungus, genau, und Shiny Tarnbignon Aktip, läuft immer noch. Und dann hat sie sogar 2 Shiny Cabo Hime hintereinander bekommen, auch aus meinen, glaube ich. Das ist auch Glück, manche haben noch gar keins, sie einfach back to back. Aluhut, weiß ich nicht, wieso die Bilder bei ihm jetzt immer so dunkel und grau aussehen, also so farblos, so ein
so ein Touch oben drüber. Hat hier auch Shiny Crypto, Teddy Ursa 100%, Actilias hier, Shiny Kabukime mitgenommen und ein Bibitza. Glückwunsch dazu, Sören, Max on Monday, 100er Togekiss gemaxt, Schlabor gemaxt, Voltenso gemaxt, Paco Go Plus hat wohl einen Rettan geklickt, geklickert, gedrückt, mit dem Drücker, sagt er, ist so immer, hat einen Rettan gedrückt und dann ist dem Rettan schlecht geworden, da ist es ganz grün angelaufen. Immer noch Paco, erster Trade des Tages mit den Brasser Mario. Mbappe, der sagt mir auch was. Mbappe habe ich schon mal gelesen in der Pokémon Go Szene, Community, wie auch immer. Milzer, 100% Glücks. Wieder einer. Ha, Mario ist einfach der beste. Mama Mia, 100%. Flunschlig, auch Glücks. Kikli, 100% in Oberhausen noch abgestaubt, mitgenommen. Timo hier auch, Shiny Kabukime. Margo FedEx, Shiny Gladiandri gebrütet, ist auch immer noch ein seltenes Shiny, oder? Habt ihr schon ein Shiny Gladiantri? Meiner Meinung nach ist das noch selten, nimmt man also gerne mit. Endlich, wenn ich schon endlich lese, weiß ich, es ist Alexander Ahringer. Endlich Shiny Kapukime. Ist ganz frisch drin als Shiny. Endlich. Wie viele Raids gemacht? Wahrscheinlich, es war der erste. Endlich. Dandro. Moin, hier mal wieder meine Highlights der Woche. 430 Eier gebrütet, nur ein neues erhalten und ein perfektes Wuffels. Die irrelevanten Shinies lasse ich weg. Haben wir hier geguckt? Chillen und Alexander, 17 Stück. Wuffels gebrütet als 100er, das auch sehr cool. Könnt ihr aber natürlich auch raiden. Selal zeigt uns die Niantic Trash Can Tonne. Da sehe ich gerade das Video, was mir der Dandro geschickt hat, habe ich jetzt hier weggelassen. Weil ich da erst noch eine Frage dazu hatte, genau. Niantic, eine Garbage Can, Niantic 361, ist sogar schillern. Dann habe ich, das Bild fand ich eigentlich einfach nur lustig, zwei Stalos einfach nebeneinander, die sich angucken und sagen, jo, was geht ab? Ich gucke ja in den Spiegel rein, so sieht das nämlich aus. Dann die Boxen von Niantic, die Starter Müllbox für 450 Coins. Da ist sogar mein blaues Hemd mit drin. Dann die Super Müllbox, da werde ich schon größer und auch eine mehr noch mit drin, 625 Coins. Und die Mega Müllbox wird 1100 erreichen, die Coins aber leider nicht aus. Da sind richtig heftige, auch aus anderem Material. Selal weiterhin hier mit einem Shiny Tangela, dann wieder was ich nicht verstehe, da denke ich manchmal, der Selal, der kommt halt wirklich von einem anderen Planeten. Tauschen in Pokémon Go Part 19. Der lädt einen Trade als Short-Video hoch, aber als Premiere für 10. Februar 2024, 12 Uhr. Was ist da los? Hat er bis dahin schon jeden Tag ein Video geplant und muss das hinten anhängen, wie ich mit meinen Lucky Trades? Warum macht man das? Was ist das? Wieso als Premiere? Warum? Was machst du da? Selal, und dann hat er wieder Glück. Mehr Mehl wie Verstand. 100% Glücksshiny wie Iridium rübergetauscht, aber 2.12. Ja, was ist denn das? Sehe jetzt mal das Datum. Da könnte man sagen, das ist richtig krass, weil es ja ein 100er und ein Shiny, aber natürlich ist ein 100er Shiny aus dem Raid zu ziehen viel schlimmer, viel seltener, als sich eins zu tauschen, weil du kannst ja das Shiny garantiert tauschen, es muss dann nur noch 100 werden. Aus einem Raid muss erstmal überhaupt ein Shiny rauskommen, was nicht garantiert ist. Und dann muss es auch erstmal ein 100er sein, was nicht garantiert ist und das sich vermischen. So, Thomas Speck, 100er Xerox, ohne Wetterbrust, das ist wichtig. Thomas Speck, Toge Demaru, Glücks, 100er, noch ein Xerox, 100, aber diesmal mit Wetterbrust und ist auch ein anderes Datum, ist also auch nicht gepusht. Hat zwei Stück bekommen, Tarnbignon hier in 100. Kabukime in 100 habe ich, wie gesagt, noch nicht. Ist jetzt auch noch ein kleines Ziel. Der Benjamin hat wieder mal ein Duo-Raid gemacht. Da hatte der Boss Drachenpuls. Das sieht man sogar hier auf diesem Bild. 21 Sekunden Restzeit. Shiny Yorklef mitgenommen. Sehr hartes Duo. Die Mondgewalt hatte Wetter, Brust aber geschafft. Hier Kabukime-Duo. 15 Sekunden Restzeit. Dann Schnur bekommen aus der GBL. Da hat sich der Kampftag gelohnt, sagte er. Cumulus. Wow, eben noch Post erledigt und das auf meinen beiden kleinen Besser-Frau-und-Tochter-Accounts bekommen. Purmel, 100% von zwei verschiedenen Regionen, gleichzeitig 211 WP. Habt ihr schon ein 100% Purmel?
Schreibt's mal in die Kommentare. Nagelotz noch hinterher, auch beim Cumulus. Dann Julian Eisenstein hat gebrütet. Wo gestartet? 2x12 Kilometer. Eier schlüpfen, was kommt? 2 neue Pokémon. Molung, 6 Eintrag wohl. Und Shiny Skalück mit sogar recht guten IV ist ein 98er hier. Zaragoza, ja, danke für die Einsendung. Hui, beim Aufräumen gefunden. Mobile 100% Stendal. Baby, würde ich so lassen, niemals entwickeln. Lenzart, 4 Knuspe aus einem Raid. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ich habe mich nur gewundert, wieso ich mittlerweile so viele Knuspe habe, wenn die sogar als Raid-Belohnung jetzt da rausfliegen. Ist bestimmt schon länger, jeder weiß das, ich nicht. Dann brauche ich mich nicht wundern. Ein Raid, 4 Knuspe. Kabuki mit Duo mit Shenaya. Ich habe es ja noch angekündigt und gesagt, ja, der Lennart muss mir doch sein Duo schicken. Ne? Hat er einfach danach ein Duo gemacht, hat es reingeschickt. Kabuki mit Duo mit Shenaya. 18 Sekunden Restzeit. Dann der Mega Groudon, der hier als Daryl Dixon ausgeschrieben wird, schickt mir ein. Zaragozianisches Shiny. 100%iges. Aus dem Tausch. Das kommt ja noch dazu hier. Durch Tausch erhalten. Hasimamba. Da ist ja, man muss mal ja wieder, wenn man sieht, das ist da gefangen und dann da kann man ja wieder böse Stimmen, böse Worte, böse Gedanken aufbringen, aber das ist ja sehr cool, dass beim Tauschen von einem Shiny, dass ein 100% Shiny wird, ohne glücklich zu sein, das machen wir schnell weiter. Benny, Shiny Babunga, Shiny Bantimimi, Shiny Daddy Ursa und noch 200er. Beim oberen habe ich gedacht, was? Beim unteren habe ich gesehen, da steht Wablu dran. Jetzt musste ich extra nochmal, nicht Prana Warz, weil das ist ja dann die Endentwicklung, das ist das davor, Meprana. 100er Meprana, deswegen habe ich mir extra hier Meprana hingeschrieben, damit ich auch weiß, was das ist. Baluda nochmal mit einem Shiny Kabukime, Feuerwerfra mit einem Shiny Lampi und Pupsi mit einem 100% Regidrago aus den Top Raids. Finde ich cool, hätte ich auch gern, habe ich nicht. Jetzt aber noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, das war ja letzte Woche, glaube ich, der Tobias. Und die Woche davor war es, glaube ich, auch der Tobias. Und wie kann es denn anders sein? Weil der Baum schlägt ja nicht, der Blitz schlägt nicht zweimal in den gleichen Baum ein, hat er doch gemacht. Und dann kommt doch, aller guten Dinge sind drei. Der Schocker der Woche kommt von Tobias. Die 5 Euro habe ich bekommen, Dankeschön dafür. Tobias Jan, innerhalb von 24 Stunden ein Hundo und mein erstes Schlundo, Glückwunsch. Jetzt war da wieder so viel dabei, wo ich dachte, das ist ja nicht so besonders oder was anderes hebelt das aus. Der hat also im Glückstausch ein shiny 100%iges Kabutoro bekommen. Aber Ramses, du hast doch gesagt, das ist gar nicht so krass, weil wenn man eh Glückstausch macht und sowieso ein Shiny nimmt, dann ist das ja eh garantiert Shiny und es muss nur noch 100 werden. Ja genau, jemand anderes hat also nur sowas gehabt. Er hat sowas und noch was anderes. Jemand anderes hatte sowas. Aber er hat sowas und halt auch das. Und das ist für mich zwei Komponenten, viel Glück hintereinander und richtig coole Sachen, gerade bei Legendären. Ich will alle Legendären als 100%ige irgendwann mal haben, egal ob durch Raiden oder durch Tauschen oder durch irgendwas. Bei Niantic einfach Geld überweisen und die tun ja das in den Beutel rein. Deswegen gehe ich so steil darauf. Also wir haben natürlich gesehen, durch Tausch 100er bekommen, wir haben gesehen, aus dem Raid 100er bekommen, wir haben gesehen, aus Eiern 100er bekommen, wir haben gesehen, Shiny 100er irgendwas, aber er vereint einfach beides und das sind zwei Schutzpatronen und die gehören zusammen und die fehlen mir beide als 100%ige hier wohl, ja weiß ich nicht, aus einer Einladung vom Mark, bei Mark in der Raid-Stunde mitgeradet oder mit Mark getauscht, auf jeden Fall Kabukime. 100% auf Level 50 gepusht und das Kabutoro in Shiny, 100% Glücks. Finde ich cool, der Anblick, dieses Glück, diese zwei Dinger direkt dann sozusagen hintereinander. Zack, freust du dich den einen Tag, zack, nächsten Tag freust du dich einfach nochmal. Kannst das Spiel löschen, durchgespielt, fertig. Das ist für mich der Schocker der Woche gewesen. Wenn ihr was Besseres in dieser Sendung gesehen habt, dann schreibt mal, was für euch der Schocker der Woche war. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.